Den Film kann ich dir schicken, wenn du den hast. Du musst ihn nicht filmen. Dann gebe ich nachher noch was Platz und runter was für oben haben. Ja. Genau. Also ich wollte eh nochmal kommen zu euch. Okay. Gut, gerne, gerne. So, fangen wir an. Ich will mich kurz vorstellen. Mein Name ist Claudia Hinz. Ich beschäftige mich mit, also ich arbeite auch beim Deutschen Wetterdienst und beschäftige mich mit atmosphärischen Erscheinungen. Das sind alle Lichterscheinungen, alle farbigen Erscheinungen, die durch Licht und Wassertröpfchen oder Eiskristalle entstehen. Da gibt es ja in der Atmosphäre unendlich viele. Und wir haben leider nur die Zeit, einen kleinen Teil uns anzuschauen. Und ja, ich wurde vorhin gefragt, Sie reden ja gar nicht bayerisch. Das kommt daher, ich stamme aus dem Erzgebirge und ziehe demnächst auch dahin zurück. Und mein Dialekt ist so ein Mischmasch aus allem, wo man sich rumgetrieben hat über die Jahre. So, dann nochmal bitte. Nochmal. Marcel Wiener hat eigentlich so das Buch zu dem Thema geschrieben. Das haben wir draußen auch liegen, wenn jemand interessiert. Und der hat mal gesagt, alles was Sie tun müssen, ist, Ihre Augen mit dem Zauberstab zu berühren, der da heißt, wissen, worauf ich achten muss. Und mein Anliegen ist, Sie jetzt mit diesem Zauberstab zu berühren, dass Sie genau wissen, worauf Sie achten müssen, um auch die eine oder andere Erscheinung zu sehen am Himmel. Denn nur wenn man weiß, wonach man suchen muss und was es eigentlich alles gibt, wird man es auch sehen. Das Problem ist, dass das Ganze ist dann so wie eine Sucht, wenn man dann einmal angefangen hat und was sieht und dann sieht man noch mehr und noch mehr und noch mehr und dann ist man drin in dem Strudel und eigentlich rücksichtslos verloren. Insofern sind wir hier in Deutschland so ein verrückter Trupp Beobachter. Da gehören auch die Neuhäuser Wetterbeobachter dazu. Die beteiligen sich an unserer Halobeobachtung, die in Gesamtdeutschland gemacht wird. Und daraus kann man halt zurückführen, kann man Aussagen machen über die Häufigkeit und überhaupt erstmal Beobachtungen sammeln, um zu zeigen, was tritt eigentlich bei uns überhaupt auf und in welchen Bedingungen tritt das auf und unter welchen Fronten tritt das auf. Und daher machen wir halt diese Sammlung von Halobeobachtungen und haben jetzt schon fast 30 Jahre gesammelt und da kann man schon einiges draus machen. Aber zuerst kommen wir, wie ist der vorher? Zuerst kommen wir zum Regenbogen. Regenbogen hat sicher jeder schon mal gesehen. Allerdings, was die wenigsten wissen, rein physikalisch betrachtet, ist der Regenbogen eigentlich kein Bogen, sondern ein Kreis. Und zwar ist der Regenbogen ein Kreis mit 42 Grad Sonnenabstand um den Sonnengegenpunkt. Und der Sonnengegenpunkt ist immer dort, wo der Kopf des Beobachterschattens ist. Also wenn man sich mit dem Rücken zur Sonne stellt, da wo der Schatten hinfällt, am Kopf ist der Beobachtergegenpunkt, ist der Sonnengegenpunkt. Und von dort misst man 42 Grad ab. Das sind so circa zweimal der Abstand zwischen Daumen und kleinen Finger. Wenn man das nebeneinander hält, hat man so circa 42 Grad und hat so den Abstand vom Gegenpunkt zum Regenbogen. Und nun ist es so, in der Ebene sieht man immer nur die Hälfte des Regenbogens, weil in dem Moment, wo die Sonne untergeht, ist der Sonnengegenpunkt genau am Horizont. Und da man ja unter dem Horizont von der Ebene aus betrachtet keine Wassertröpfchen mehr hat, sieht man immer nur den oberen Halbkreis. Wenn man aber auf dem Berg steht, dann fallen auch Regentropfen runter ins Tal. Und wenn man dann von oben drauf guckt auf das Tal, sieht man auch den unteren Teil des Regenbogens. Das sieht man gleich noch ein paar Bilder. Und von Flugzeugen aus, also meistens Piloten oder sowas, haben dann auch mal das seltene Ereignis im Regenbogen als Kreis zu sehen. Beziehungsweise, nächste Folie. Ja, der Regenbogen entsteht durch Lichtbrechung und Reflexion. Der Strahl kommt von der Sonne, wird beim Übergang zum Medium Wasser gebrochen und in seine Spektralformen zerlegt. Am Tropfenhintergrund reflektiert und tritt unter nochmaliger Brechung wieder aus. Nächste Folie. Ja, wenn Sie jetzt auch mal in Ihrem Leben einen runden Regenbogen sehen wollen, das ist gar nicht so einfach, gar nicht so schwer, dann nehmen Sie sich einen Tag, wo es regnet, wo man sowieso nicht weiß, was man machen soll, fahren Sie auf irgendeinen Hügel nachts, machen Ihre Autoscheinwerfer an und stellen sich davor. Dann werden Sie den Regenbogen als Kreis sehen, wie in dem Foto, und
Die Frauen können ja dann ihre Männer als Schirmherren hernehmen, dass sie nicht nass werden, sodass sie trocken bleiben. Aber so hat man eigentlich die Möglichkeit, einen runden Regenbogen mal zu sehen. Da können sie dann nachprüfen, ob ich recht habe. Das ist so ein Beispiel vom Berg. Vom Flachland würde man jetzt die Hälfte des Regenbogens sehen. Das wäre ungefähr bis hierher. Und da man aber nach unten gucken kann und unten auch noch Tropfen sind, sieht man hier auch noch einen Teil weiter runter gehen. Wenn die Sonne dann hochsteigt, dann wird der Schatten immer kürzer. Das heißt, der Sonnengegenpunkt, der geht immer weiter unter den Horizont. Und wenn der Sonnengegenpunkt sehr weit unten ist und man misst dann die 42 Grad ab, sieht man, dass nur noch ein ganz kleiner Bereich von dem Regenbogen über den Horizont herausragt. Und dann hat man so einen ganz flachen Regenbogen im Tal. Und ab einer Sonnenhöhe von 42 Grad ist dann der Regenbogen in der Ebene komplett verschwunden. Man sieht ihn dann nicht mehr. Man sollte Regenbögen auch nicht immer nur am Himmel suchen, sondern die treten eigentlich überall dort auf, wo Wassertröpfchen sind. Und wenn Wassertröpfchen direkt vom Berg sind, dann hat man auch mal so einen schönen Regenbogen vom Berg. Suchbild, wo ist hier der Regenbogen? Genau, hier. Und zwar ist hier der seltene Fall, man hat einen sehr hohen Sonnenstand, hier stand die Sonne 56 Grad hoch, im Flachland würde man nie bei dieser Sonnenhöhe einen Regenbogen sehen, aber wie ich schon sagte, vom Berg aus fallen die Tropfen ins Tal und man guckt dann von oben drauf auf den Regenbogen sozusagen und sieht dann im Tal das obere Stück. Wo ist denn das? Das ist auf dem Mendelstein in dem Fall. Da habe ich jetzt 13 Jahre gearbeitet und hatte da so die eine oder andere Erscheinung. Wie ist das? Hier sieht man jetzt ausschließlich den unteren Teil des Regenbogens. Also hier ist ungefähr der Horizont und das ist der untere Teil. Man sagt immer, man findet am Ende des Regenbogens einen Schatz. Hier findet man halt die Kirche. Das ist in Bayern so. Wovon hängt es denn ab, ob so ein Zeilregenbogen, dann der ja im umgekehrten Farbenspektrum erscheint, wovon hängt das ab? Ja, das hängt davon ab, dass die, gut, das Bild ist schon vorbei, und zwar der Hauptregenbogen, also ein zweiter Regenbogen, ein zweiter Regenbogen kann eigentlich dann auftreten, wenn der Hauptregenbogen sehr hell ist, also das sprich, wenn die Tröpfchen alle die gleiche Größe haben. Und zwar ein Hauptregenbogen findet mit einer Reflexion statt, das habe ich vorhin gezeigt, unter dem Regenbogen, da finden zwei Reflexionen statt. Der Strahl geht in den Regentropfen rein, wird gebrochen, wird hinten reflektiert, wird dann auf der anderen Seite nochmal reflektiert und tritt dann aus dem Regentropfen im Winkel von 51 Grad wieder aus. Und hat von der physikalischen Betrachtung immer so die Hälfte der Helligkeit in der Hauptregenbogen. Und wenn jetzt der Hauptregenbogen sehr schwach ist, dann sieht man den Nebenregenbogen eigentlich nicht, weil das Auge nicht mehr erkennbar macht. Aber wenn jetzt der Hauptregenbogen sehr schwach ist, ist eigentlich der Nebenregenbogen immer dabei. Und was auch häufig ist, man hat zwischen den Hauptregenbogen und den Nebenregenbogen so ein dunkles Band. Das nennt sich Alexander dunkles Band. Das kommt auch daher, das Licht in diesem Bereich wird ja einmal in 42 Grad vom Hauptregenbogen und einmal in 51 Grad vom Nebenregenbogen abgelenkt. Und dazwischen ist nichts. Das heißt, in diesem Bereich kommt überhaupt kein Licht hin, weil das Licht komplett von dem Regenbogen aufgebraucht wird. Und deshalb ist dieser Bereich meistens, zumindest dann, wenn beide Regenbögen da sind, immer dunkler als die Umgebung. Ja, mach nochmal zurück. Jetzt war ich aus dem Konzept gekommen. Manchmal sieht man an dem inneren Rand des Hauptregenbogens noch die sogenannten überzählischen Regenbögen, die Interferenzbögen. Und um die zu erklären, habe ich mir mal eine ruhige Wasserfläche gesucht, weil Lichtwellen sind vergleichbar mit Wellen auf einer Wasseroberfläche. Man kann da also vieles nachsimulieren. Und zwar Interferenzen sind sozusagen Lichtwellen, die sich überlagern. Und das kann jeder auf einer ruhigen Wasserfläche nachmachen, indem man einen Stein auf eine ruhige Wasserfläche schmeißt, wo Hindernisse sind. Und da in dem Bereich der Hindernisse bilden sich neue Wellen, die sich dann überlagern und dann sieht man überall solche Farbkleckse. Und das sind dann eigentlich die überzähligen Bögen beim Regenbogen. Sollte jeder mal probieren, ist so eine schöne Spielerei.
Nächste. Die Interferenzbögen, die sind von der Tropfengröße abhängig. Das kommt halt daher, je kleiner die Tropfen sind, desto mehr Tropfen hat man eigentlich in der Luft, desto mehr Hindernisse hat man in der Luft, wo sich die Wellen aufspalten können. Und bei großen Tropfen hat man immer weniger. Und insofern sind bei großen Tropfen die Interferenzen immer kleiner, beziehungsweise kaum zu sehen. Und je kleiner die Tröpfchen werden, desto besser sieht man eigentlich die Interferenzen. Man kann also eigentlich, wenn man Regenbogen sieht, genau sagen, wie groß die Tröpfchengröße ist, von denen er erzeugt wird, wenn es jemand interessieren sollte. Und die Farben, wie viele haben nur Regenbogenfarben? Das sind die Spektralfarben, die 7 Hauptspektralfarben. Und manchmal, wenn es ein bisschen verwaschen ist, sieht man auch noch die Zwischenfarben, aber hauptsächlich die 7 Hauptspektralfarben. Abends, wenn die Sonne sehr, sehr tief steht, dann hat das Licht einen sehr langen Weg durch die Atmosphäre, weil das dann quer in die Atmosphäre, eindringt. Und dann werden alle Lichtwellen eigentlich rausgefiltert und nur das langwellige Rot bleibt übrig. Das ist das gleiche Prinzip wie bei einer Ampel. Rot sieht man auch noch bei Nebel, grün verschwindet dann und gelb ist so in der Mitte. Und so ist das auch beim Regenbogen. Abends, wenn die Sonne untergeht, das ist jetzt kurz nach Sonnenuntergang gemacht, dann sieht man nur noch dieses langwellige Rot, was den langen Weg durch die Atmosphäre schafft. Und dann ist der Regenbogen nicht mehr farbig, sondern nur noch leuchtend rot. Das ist aber relativ selten der Fall. Also meistens ist noch ein bisschen blau oder grün dabei, aber dass er wirklich leuchtend rot ist, ist relativ selten. Ist das? Ja, dann gibt es nicht nur den Haupt- und den Nebenregenbogen, sondern es gibt auch noch den gespiegelten Regenbogen, wobei die Bezeichnung ein bisschen irreführend ist, weil eigentlich wird nicht der Regenbogen gespiegelt, sondern die Sonne spiegelt sich auf eine Wasserfläche und in der gespiegelten Sonne auf der Wasserfläche bildet sich ein zweiter Regenbogen. Man hat also dann zwei Regenbögen, einmal den gedachten Kreis um den Gegenpunkt und einmal den gedachten Kreis um den gespiegelten Gegenpunkt. Und insofern hat man dann zwei Hauptbögen, die voneinander weggehen. Und wenn wir das nächste Bild machen, dann sieht man das auf verschiedene Sonnenhöhen simuliert. Also hier ist der Gegenpunkt, hier ist der gespiegelte Gegenpunkt. Und da bilden sich um diese zwei Gegenpunkte jeweils einen Kreis und geben dann eigentlich dieses abstrakte Bild wieder. Früher dachte man, das ist sehr selten. Jetzt, wo jeder eine Digitalkamera hat und man im Internet danach suchen kann, stellt man fest, es ist eigentlich gar nicht so selten. Und vor allen Dingen, was interessant ist, die Wasserfläche muss gar nicht groß sein. Also wir haben jetzt Aufnahmen gesehen von Dresden vor kurzem, da hat das jemand an den Springbrunnen gesehen. Und jeder, der einen Springbrunnen gesehen hat, weiß, die Wasserfläche ist eigentlich total klein. Und trotzdem reicht diese Wasserfläche aus, um so einen gespiegelten Regenbogen zu erzeugen. Insofern sollte jeder, wenn er einen Regenbogen sieht und es ist irgendwo eine Wasserfläche daneben, ideal wäre natürlich der Bodensee, aber auch jede andere Wasserfläche sollte es tun, der sollte wirklich mal danach Ausschau halten. Also ich glaube, dass das gar nicht so selten ist. Nächstes Bild. Das nächste interessante Phänomen ist der gespaltene Regenbogen. Und zwar sieht man hier, dass der Regenbogen in der Mitte einen dicken Spalt hat. Sieht man es gleich noch besser. Und das kommt daher, Regentropfen fallen, je größer sie sind, desto mehr Platten, die sich ab beim Reinfall. Man sagt dann sozusagen, also wir reden dann von der Brötchenform. Wenn die Tropfen sehr groß sind und die Oberflächenspannung nachlässt, werden die dann beim Reinfall so zusammengedrückt. Und je größer die Tropfen sind, desto größer ist auch die Abplattung. Und wenn wir dann das nächste Bild sehen, dann sieht man, je größer die Abplattung ist, desto kleiner wird der Brechungswinkel. Das heißt also, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, in einen Regenschauer zu gucken, meistens ist ein Regenschauer besteht aus dem Rand, wo dann große Tropfen fallen, dann aus der Mitte, wo die Tropfen ein bisschen kleiner werden und dann kommt wieder so ein Bereich mit großen Tropfen. Und wenn man von der Seite auf so einen Bereich drauf guckt, mit unterschiedlich großen Tropfen, dann sieht man auch dann die, also man sieht es nicht, man kann es nur zurückverfolgen, dann hat man unterschiedliche Ablattungen und guckt sozusagen auf zwei Regenbögen drauf, die sich dann überlagern. Und dann hat man halt diesen Eindruck, dass das sich spaltet. Und das ist sehr häufig der Fall. Also das ist gar nicht mal so selten zu sehen. Also ich denke, so ein, zwei Mal im Jahr kann man das deutlich sehen. Nächstes.
Ja, Regenbögen entstehen überall dort, wo Regentropfen sind oder überhaupt, wo Tropfen sind. Und Tropfen sind ja nicht nur am Himmel, wenn es regnet, sondern zum Beispiel früh auch auf einer taubedeckten Wiese. Nur weiß ich, dass der Beamer nicht so besonders ist, darum zeige ich es mal. Vielleicht kann man das erahnen. Den sogenannten Taubogen, den sieht man am besten, wenn man sich bewegt, weil er entsteht ja immer in 42 Grad um so einen Gegenpunkt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich bewegt, dann bewegt sich der Regenbogen mit. Und am besten sieht man eigentlich, wenn man mit dem Fahrrad irgendwo vorbeifährt und sich schnell bewegt und man eigentlich vom Taubogen verfolgt wird. Dann kann man so schnell fahren, wie man will, aber er kommt immer mit. Aber dann fällt er halt wirklich am intensivsten auf. Nächstes Bild. Man kann es sich auch selber erzeugen, zum Beispiel in Spinnweben. Frühaufsteher kommen manchmal in den Genuss, dass sie noch Tau in den Spinnweben sehen. Ich selber bin leider Langschläfer, ich muss mal mit der Spritzflasche nachhelfen. Aber dann kann man sich halt in 42 Grad Abstand zu den Spinnweben hinstellen und kann sich sozusagen seinen Regenbogen direkt durch die Spinnweben durchführen. Sollte auch jeder mal probieren, das macht unheimlich viel Spaß. Nächstes Bild. Wenn die Tropfen sehr klein wären, also kleiner 0,05 Mikrometer, dann überlagern sich die Farben und dann wird der Regenbogen nicht mehr farbig, sondern er ist nur noch weiß. Und diese ganz kleinen Tröpfchen hat man hauptsächlich im Nebel oder wenn man mal auf dem Berg ist, dann wenn der Berggipfel in Wolken steckt. Und auch hier sieht man wieder, dass der Nebelbogen kein Halbkreis ist, sondern dass der rund ist. Und das ist jetzt auch auf dem Wendelstein. In der Mitte hat man das sogenannte Brockengespenst. Brockengespenst heißt deshalb, weil Goethe auf dem Brocken damals seine Farblehre gemacht hat und hat das Gespenst sehr oft beobachtet und dann international berühmt gemacht. Aber ich behaupte auf dem Wendelstein, wir hatten mehr. Und das Interessante an so einem Brockengespenst ist, der Schatten, der eigene Schatten, wird auf die Nebelleinwand projiziert, vielfach vergrößert. Und Nebel ist ja jetzt keine statische Größe, Nebel bewegt sich. Und insofern bewegt sich auch das Gespenst. Und sieht zum Teil wirklich zum Fürchten aus. Also auf dem Brocken, ich weiß nicht, vielleicht ist das hier im Thüringer Wald auch so, aber gerade auf dem Brocken ist mir bekannt, da gibt es Nebel, der ist mit 1-2 Metern Sichtweite. Und wenn man so einen dichten Nebel hat, dann ist das Brockengespenst riesengroß. Da kommt gleich noch ein Bild, ich weiß jetzt nicht, aber als nächstes, aber nochmal ein nächstes. Nee, da kommt nicht. Das ist ein flacher Nebelbogen, wenn die Sonne höher steht. Da sieht man natürlich auch hier wieder nur den oberen Bereich. Und wenn hier die Wellen nicht gewesen wären, hätte man hier sogar die Chance gehabt auf einen gespiegelten Nebelbogen. Aber leider ist hier die Wasserfläche nicht sehr ruhig und da spiegelt sich halt die Sonne nicht sehr. Welcher See? Ach, ein Königssee. Das ist ein Königssee, ja. Und hier sieht man auch nochmal den Unterschied. Beim Regentropfen sind die Tropfen sehr groß und beim Nebel sind die Tropfen sehr klein. Das hat aber noch was anderes Gutes. Es entsteht nicht nur der Nebelbogen, sondern es entstehen auch um den Schatten des Beobachterkopfes eine farbige Erscheinung, die sogenannte Glorie. Seht ihr das? Das sieht sie hier. Und die entsteht auch durch Lichtbeugung und Rückstreuung. Also das ist ziemlich kompliziertes Verfahren. Aber man sieht es halt immer dann, wenn man auf der einen Seite Nebel hat und von hinten sozusagen die Sonne drauf scheint. Das funktioniert im Flachland nicht. Das funktioniert nur, wenn man ganz flachen Bodennebel hat. Aber wenn man jetzt auf dem Berg steht, hat man das ziemlich häufig, dass auf der einen Seite Wolken sind und von hinten scheint die Sonne drauf. Und wenn dann der eigene Schatten auf diese Wolkenwand fällt, hat man eigentlich die Glorie. So gut wie immer. Nächstes. Und auch hier ist es so, je näher die Wolken sind oder je näher der Nebel ist, desto größer wird die Glorie. Nächste. Man sieht auch nicht immer nur den Beobachterschatten, sondern in dem Fall sieht man den ganzen Gipfel des Wendelsteins als Schatten. Da ist hier der Beobachter, hier ist das Gipfelkreuz, hier ist die Gipfelkapelle und da drüben ist noch das Observatorium. Und wo man es am häufigsten eigentlich sieht, ist vom Flugzeug aus. Ich weiß nicht, hat es schon mal jemand aus dem Flugzeug gesehen? Da mal drauf achten, wenn man so gerade so beim Landeanflug, wenn man sich einer tiefer liegenden Wolkenschicht nähert, sieht man das ziemlich oft und man sieht auch immer, wo der Beobachter gesessen hat. Das ist nämlich dann der Mittelpunkt der Glorie. Hier hat er auf der linken Seite in dem Parkflügel gesessen. Und da sieht man es eigentlich, wenn unten drunter Wolken sind,
so gut wie immer. Also das ist eigentlich jetzt auch keine seltene Erscheinung, aber im Flachland ist er halt leider nicht zu sehen. Nächstes. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Brockengespenst, was ich vorhin meinte. Wir haben ja nun gelernt, der Nebelbogen ist 42 Grad, das ist mit 8 mm aufgenommen. Insofern kann man sich vorstellen, wie groß hier das Brockengespenst ist. Das ist jetzt so ein Fall, das ist auch ein Brocken aufgenommen, wo wir wirklich richtigen dichten Nebel hatten. Ich glaube 3-4 Meter waren hier an dem Tag. Und dann wirkt das Brockengespenst richtig groß. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn früher die Bergsteiger auf den Brocken gegangen sind und wurden dann von so einem Teil da verfolgt, dass sie schon Angst bekommen haben und die beiden in die Hand genommen haben. Aber eigentlich sind Brockengespenster ganz liebe Wesen, wenn man winkt, sie winken immer zurück. Manchmal erscheinen sie einem als Engel. Oder man erwischt sie abends beim Gleitschirmfliegen. Oder beim Bergsteigen. Ja, also es sind wirklich liebevolle Wesen. Und im Osten sagt man ja, also in Osteuropa sagt man ja häufig, spricht man von der heiligen Kuh, wenn man so ein Bild sieht. Weiß man auch warum. Du kannst es vorstellen. So, kommen wir zur nächsten Erscheinung. Und zwar eine Beugungserscheinung an Wassertropfen, der sogenannte Kranz. Und innerhalb des Kranzes ist eine helle Scheibe um die Sonne. Und zwar dann, wenn über der Sonne so dünne Wolken sind, mittelhohe Wolken meistens, dann sieht man in der Mitte eine helle, aufgehellte Scheibe und ringsherum farbige Ringe, wie auf dem nächsten Bild. Diese Erscheinung ist sehr häufig. Also man sieht sie im Jahr so an die 60, 70 Mal. Das Problem ist, um die zu sehen, muss man gegen die Sonne gucken. Und welcher normale Mensch guckt gegen die Sonne? Das macht keiner. Da sollte man gucken, wenn man so mittelhohe Wolken hat, dass man sich dann vielleicht irgendeinen Schornstein sucht, mit dem man die Sonne abdeckt oder einen Baumgipfel. Oder ich nehme auch gerne einen Besenstiel mit Joghurtbecher drauf. Das tut es auch. Auf jeden Fall sollte man die Sonne abdecken, um einfach die Blendwirkung zu verringern. Und dann sieht man, dass so ein Kranz eigentlich ziemlich häufig ist. Also schon jeder dritte oder vierte Tag bringt eigentlich eine Kranzscheibe. Wenn die Tröpfchen alle gleich groß sind, was man leider nur sehr selten hat, dann ist der Ring wirklich richtig klassisch rund. In dem Fall war es so eine ganz dünne Wolkendecke, die sich so um den Gipfel gehüllt hat, so eine Wolkenkappe auf dem Berg. Da kennt man vielleicht das eine oder andere Bild. Und das war eigentlich optimal. Das ist jetzt um den Mond. Aber man sieht auch hier vielleicht im Thüringer Wald, hat man oft Nebel wie heute Morgen. Und wenn dann die Sonne so reinscheint, sieht man auch im Flachland häufig Kränze oder Teile von Kränzen. Ja, und hier sieht man, um einen Kranz zu sehen, muss die Tröpfchengröße gleich groß sein. Wenn nur 10% der Tröpfchen eine andere Größe haben, ist das Ganze schon ziemlich verwaschen. Und wenn 20% eine andere Größe haben, sieht man es eigentlich gar nicht mehr. Und je kleiner die Tröpfchen, desto besser sieht man eigentlich den Kranz. Bei dem Mondkranz, den ich gesehen habe, sieht man also, ich hatte sehr, sehr kleine Tropfen. Und bei dem Sonnenkranz waren die Tröpfchen etwas größer, weil das Ganze war schon ein bisschen verwaschen. Häufig sieht man dann den Kranz, man sieht es ja leider nicht so gut, tut mir leid, aber nach außen hin laufen dann die Farben sozusagen aus. Dann spricht man nicht mehr vom Kranz, sondern von Irisieren. Dann verändert sich die Tröpfchengröße, der Durchmesser wird größer und das Ganze ist dann nicht mehr kreisförmig, sondern die Farben sind dann willkürlich angeordnet. Und da haben wir jetzt noch ein paar Bilder auf dem nächsten von verschiedenen Irisieren. Am interessantesten für mich war das. Das war eine Cumuluswolke, die zog in einen Meter vor mir vorbei. Ich konnte die Hand reinhalten und irisierte in den schönsten Farben. Also das war dann wirklich irisiert zum Anfassen. Ansonsten hat man es leider meistens nur am Himmel. Lichtbeugung findet nicht nur an Wassertröpfchen statt, sondern auch zum Beispiel an kleinen Pollen. Wobei das Interessante ist, Pollen sind nicht immer rund. Wassertröpfchen sind ja fast immer rund. Aber Pollen, die haben zum Beispiel auch so elliptische Formen, wie zum Beispiel die Kiefernpollen. Und dann wären auch die Koronen nicht mehr rund, sondern wie in dem Fall, ich hoffe man sieht es, die bekommen dann oben, unten und an den Seiten so Knoten. Und noch abstrakter wird es eigentlich auf einer Wasserfläche. Wie ist das?
meistens hat man auf so einer Wasseroberfläche so kleine Algen oder so kleine Ablagerungen, so Partikel, und die sind häufig sehr abstrakt. Also gerade bei Algen gibt es richtig abstrakte Formen. Nächstes. Und dann entsteht halt auch so mal sowas. Das hat dann eigentlich mit einem Kranz, mit einem runden Kranz gar nichts mehr zu tun. Und leider weiß ich ja nicht, wie die Alge dazu ausgesehen hat, aber auf jeden Fall bestimmt sehr komisch. Nächstes. Kommen wir zum nächsten Thema, zur Luftspiegelung. Die meisten denken, ach, Luftspiegelung, das ist was für die Wüste, haben wir hier sowieso nicht. Das stimmt nicht, wir haben hier sehr viele Luftspiegelungen. Und zwar hat sicher jeder Autofahrer schon mal vor sich so Straßenteile gesehen, die aussehen, als wäre Wasser drauf. Und wenn man näher kommt, ist das Wasser auf einmal weg. Das ist eigentlich nichts anderes wie die Oase in der Wüste. Man hat den Eindruck, da ist Wasser. Und wenn man hinkommt, ist das Wasser weg. Und zwar bildet sich über den Asphalt eine heiße Luftschicht. Und wenn man da ganz flach drauf schaut, wirkt das Ganze wie ein Spiegel. Und da spiegelt sich der Himmel drin. Und deshalb hat man so den Anschein, dass es ganz Wasser ist. Und andersrum ist es über den See. Da bildet sich eine kalte Luftschicht. Und dann werden Gegenstände nach oben gespiegelt. Da haben wir gleich noch Bilder dazu. Hier haben wir erstmal die berühmte Oase in der Wüste, die wir kennen. Und als nächstes dann die Oase auf unseren Straßen. Und ich mache mir immer den Scherz, ich schicke immer meinen Mann da rein in die spiegelnde Schicht. Und das sieht man hier, sein Hemd sozusagen nach unten gespiegelt. Wir Frauen sollten das nicht machen, weil wenn sich dann die Oberweite nach unten spiegelt, das sieht nicht besonders schön aus. Nächstes. Das ist jetzt der umgekehrte Fall. Wenn man über dem Wasser diese kalte Luftschicht hat, dann wird der untere Teil weggespiegelt und die Schiffe schweben sozusagen in der Luft. Das ist auch wieder am Königssee. Königssee ist eigentlich ideal für sowas, weil Königssee ist windgeschützt. Man hat fast immer eine ruhige Wasserfläche. Und er ist sehr groß, man kann wirklich sehr weit rausgucken. Und das sind eigentlich so die Bedingungen, die man braucht. Ruhige Wasserfläche, dann windstill, dass halt diese Schichten erhalten bleiben. Und man muss ziemlich weit gucken, weil ja dieser Winkel sehr flach sein muss, der Sichtwinkel. Nächstes Bild. Da haben wir zum Beispiel hier auf dem Königssee denselben Fall, dass St. Bartholomä zwei Etagen hat. Hier schwebt auch gerade noch ein Schiff dabei, vorbei. Das ist der berühmte Anlegemast. Also ich muss sagen, wir waren 10-mal am Königssee und hatten 9-mal Luftspiegelungen. Also nichts mit selben. Nächste. Du bist im Stress, gell? Ja, Loch Ness hat Nessie, Königssee kann locker mithalten, hat Aliens, also die Schiffe werden da von Aliens verfolgt. Und ansonsten, man hat auch sehr oft Luftspiegelungen von Bergen aus. Im Herbst, wenn sich dann die Inversionswetterlagen bilden, dann hat man sozusagen da, wo die Wolken aufhören, eine Temperaturumkehr. Da hat man also dann auch diese Schichtung, diese verschiedenen Schichtungen von der Luft. Und das ist ein Blick vom großen Aber zu den Alpen. Ich kann jetzt nicht einzeln sagen, was das ist, aber hier ist irgendwo eine Zugspitze in dem Bereich. Das nächste. Das sieht man schon mal rausvergrößert, das Ganze. Und das ist aber nicht nur was, was man in den Alpen sieht, sondern man kann es auch hier im Thüringer Wald sehen. Das ist hier von Neuhaus am Rheinweg aufgenommen und das ist der nach oben gespiegelte Ochsenkopf. Sehr oft sieht man auch Luftspiegelungseffekte an der untergehenden Sonne. Die werden dann zum Teil bis zur Unendlichkeit verzerrt, wobei man hier nicht mehr sagen kann, welche Luftschicht kalt und warm wird. Da abends ist die Luft meistens sehr verschieden geschichtet und die Bilder werden zum Teil richtig abstrakt. Hier zum Beispiel hat man hier die Grenze von zwei Luftschichten und da bilden sich zwei Sonnen, die sich dann beim Untergang aufeinander zubewegen und werden dann so zum Kasten und gehen dann auf dieser Linie unter. Also die gehen dann nicht am Horizont, wie man es gewöhnt ist, sondern an dieser Linie der Luftschichtenänderung unter. Und unten ist auch noch der Fall vom Mond. Meistens spalten sich dann noch Partikel ab, die sich rot, grün oder blau färben. Rot färben sie sich relativ häufig, grün nur dann, wenn die Sonne so untergeht, dass der grüne Anteil vom Spektrallicht nur noch zu sehen ist. Wenn die andere Farbe bereits untergegangen ist, man nur noch das Grün sieht. Das ist das nächste Bild.
Da hat man oben den grünen Strahl. Und in ganz, ganz seltenen Fällen, wenn die Luft ganz, ganz sauber ist, hat man auch die Möglichkeit, einen blauen Strahl zu sehen. Blau ist eigentlich die Farbe, die am meisten weggestreut wird. Aber meistens so nach Kaltfrontdurchgängen hat man auch mal die Möglichkeit zum blauen Strahl. Hier ist die Sonne gerade hinter der Zugspitze untergegangen. Das sieht man hier. Das blaue Leuchten. Es gibt noch mehrere Phänomene in der höheren Atmosphäre. Da will ich jetzt nur kurz drauf eingehen. Da haben wir einmal die Perlmutterwolken in 23 Kilometer Höhe, dann die leuchtenden Nachtwolken in 85 Kilometer Höhe und das Polarlicht, was bis 700 Meter hoch geht. Wen die Entstehung dazu interessiert, das sind unten am Eingang zwei Tafeln, wo das erklärt wird. Insofern will ich jetzt nicht darauf eingehen, weil wir immer ein bisschen unter Zeitdruck sind. Aber ein paar Bilder will ich zeigen. Das sind einmal Perlmutterwolken, die treten dann auf, wenn die Stratosphärentemperatur minus 83 Grad sind. Das kommt leider bei uns nicht vor. Also man muss schon so sich in Polarkreisgegend befinden, um das mal zu sehen. Und meistens dann im Januar, Februar, da ist da oben aufgrund der langen Dunkelheit die oberen Stratosphärenschichten kaum noch erwärmt. Und dann kann sich die Luft mal wirklich so weit abkühlen, dass dann Restfeuchtigkeit zu Wolken kondensiert und dann irisieren. Das ist jetzt auf Island aufgenommen. Dann haben wir die leuchtenden Nachtwolken, die treten in einer Höhe von 83 Kilometer auf. Es ist theoretisch noch nicht ganz geklärt, wie das entsteht. Wahrscheinlich ist, dass in dieser Höhe Reste von Kometenschweif die Kondensationskerne bilden und sich an diesem Kondensationskern dann noch Wasser anfriert und dass dann diese Wolken in 83 Kilometer Höhe entstehen können. Bei uns sieht man sie meistens so im Juli, August, so ab 11 bis früh um 3 am Nordhorizont. Also es ist ganz selten, dass wir mal ein bisschen höher sind, meistens wirklich nur am Nordhorizont. Und in diesem Jahr hat man, glaube ich, so 3 oder 4 Tage, wo man es gesehen hat. Charakteristisch für leuchtende Nachtwolken sind die feingliedrigen Wellenstrukturen. Die sieht man immer am besten per Fernglas. Und da kann man auch eindeutig unterscheiden zwischen leuchtenden Nachtwolken und Zirn. Weil manchmal sind die leuchtenden Nachtwolken sehr schwach. Da kann man sich dann wirklich nur anhand dieser Wellenstruktur entscheiden. Auch wenn sie richtig hell sind, da hat man schon das Gefühl, was Seltsames zu sehen, was Mystisches zu sehen. Weil die leuchten dann nachts so silbergrau und gehen dann erstmal nach oben hin über den Horizont und nach Mitternacht dann langsam zurück. Also das ist schon ein eindrucksvolles Ereignis, wenn es man gesehen hat. Nächstes. Polarlicht in unserer Breite ist nicht sehr häufig, aber es kommt mitunter vor. Die letzten großen Polarlichtereignisse waren 2003, da hat man auch Sonnenfleck Maximum. Und das ist in Chemnitz aufgenommen, in Sachsen. Und normalerweise haben wir, wenn wir mal Polarlicht haben, nur im Norden. Aber an dem Tag hat man so einen extremen Sonnensturm, dass wir bei uns sogar südliches Polarlicht hatten. Also wir haben ja den ganzen Himmel eingeschrumpft gehabt. Und an dem Tag wurde das Polarlicht auch bis Griechenland runtergesetzt. Das heißt, wieder haben die Griechen was von uns abgekommen. Das Bild. Und das Polarlicht war auch so hell, dass so diese Lichtverschmutzung von München überhaupt nicht mehr gestört hat. Man hat es also trotzdem gesehen. Das ist vom Mendelstein. Normalerweise sieht man von unserem Breiten nur das Rot und das Grün wird eigentlich weggestreut. Es ist ganz selten, dass wir in unserem Breiten wirklich grünes Polarlicht sehen. Warum? Das zeige ich gleich. Das zeigt diese Aufnahme der ISS sehr schön. Und zwar, grünes Polarlicht entsteht durch Emission an Sauerstoff und Sauerstoff geht weiter runter. Man hat also unten grünes Polarlicht und oben rotes Polarlicht. Und wenn wir welche sehen, schauen wir zu 90% von der Seite auf das Polarlicht drauf, weil es weiter nördlich stattfindet. Und das Grün wird leider bei uns am Horizont meistens weggestreut und wir sehen nur dieses Rot. Wenn man jetzt aber in Skandinavien ist, dann kommt das Polarlicht direkt über einen rein, man steht unten drunter und wenn man nach oben guckt, sieht man natürlich dieses Grün. Und das Rot sieht man eigentlich dann nur durchleuchtend zart. Insofern ist bei uns halt rotes Polarlicht wahrscheinlicher als grünes. Nächstes Bild. Jetzt kommen wir zum nächsten größeren Thema, den Halos. Ich weiß nicht, hat gestern jemand diese farbigen Ringe am Himmel gesehen?
Keine? Auch schade. Und zwar Halos entstehen durch Lichtbrechung an eigentlich drei verschiedenen Kristallarten. Das sind einmal Eisplättchen, Eissäulchen und dann sogenannte Pyramidalkristalle. Das sind dann Eiskristalle, die noch so einen Bleistiftaufsatz haben. Und es sind momentan an die 50 Haloarten bekannt. Es sind theoretisch noch nicht alle erklärbar. Und es kommen auch immer wieder welche hinzu. Es fallen aber auch immer mal wieder welche weg, wo man dann historische Erscheinungen einfach anders erklärt. Also insofern hat sich jetzt über die Jahre so 50 stabilisiert. Aber das ist doch noch ein Gebiet, wo man noch ein bisschen forschen kann, wo einiges wirklich noch nicht geklärt ist. Ich zeige jetzt mal, was man hier so am häufigsten sieht und noch ein paar seltene. Wer das Halo-Prinzip zu Hause nachspielen möchte, der kann sich aus Großmutters Schrank mal ein Kristallglas mopsen und da mit Lichtstrahl drauf gehen. Da sieht man sozusagen dann, wie das Licht gebrochen wird und in seine Spektralfarben aufgeteilt wird. Ich zeige das dann auch nochmal, ich habe auch ein Kristall mit. Die häufigsten Halos, man muss sich jetzt so vorstellen, hier ist die Sonne. Hier ist der ganze Himmel. Die häufigste Haloart ist der 22-Grad-Ring mit einem Durchmesser, mit einem Radius von 22 Grad um die Sonne. Dann der 46-Grad-Ring, 46 Grad weg von der Sonne. Dann haben wir die obere und untere Lichtsäule. Dann haben wir den Horizontalkreis, der gestern schön zu sehen war, der geht um den ganzen Himmel. Und der Zirkumzenitalbogen, der sich als Halbkreis um den Zenit windet, das ist einer der schönsten und hellsten Haloarten, wird aber ganz selten gesehen, weil keiner irgendwie mit dem Kopf nach oben durch die Welt läuft, sondern jeder guckt nach unten. Aber der war zum Beispiel gestern extrem hell und strahlig. Welche Uhrzeit war das? Das war nachmittags. Da sind wir hier gerade angereist und ich musste mich irgendwie auf den Verkehr konzentrieren. Das war eigentlich die Hölle, weil am Himmel war es eigentlich viel schöner. Wo kam uns mal ein Regenbogen? Bitte? Da kam uns mal ein Regenbogen nachmittags. Das war dann kein Regenbogen, das war eine normale Erscheinung. Ja. Da zeige ich jetzt noch einzelne Bilder, vielleicht erkennen Sie es dann wieder. Also die häufigste Erscheinung ist der 22-Grad-Ring, den sieht man schon an 10 bis 15 Tagen im Monat. Das Problem ist auch nicht die Blendwirkung. Um den zu sehen, muss die Sonne abgedeckt werden. Noch besser ist, dass man sich noch eine Sonnenbrille aufsetzt. Vielleicht eine polarisierte, dann sieht man noch ein bisschen deutlicher, weil dann der Kontrast zum Hintergrund höher ist. Dann hat man die Nebensonnen, die waren gestern wunderschön zu sehen. Der obere Berührungsbogen, der ändert seine Form mit der Sonnenhöhe. Bei tiefer Sonnenhöhe ist er V-förmig. Siehst du das? Wenn dann die Sonne höher steigt, schmiegt er sich immer weiter, verbindet er sich mit dem unteren Prüfungsbogen und schmiegt sich immer weiter an den 22-Grad-Ring an. Und bei einer Sonnenhöhe von 40 Grad ist es eigentlich kaum noch vom 22-Grad-Ring zu unterscheiden. Dann haben wir auch den unteren Prüfungsbogen. Und zwar, das Licht bricht sich nicht nur an Eiskristallen von hohen Wolken, sondern wir haben im Winter teilweise gefriert Luftfeuchte. Und dann haben wir auch Eiskristalle um einen herum. Das dürfte hier im Thüringer Wald nicht anders sein. Ich weiß, dass das hier sehr oft vorkommt, wurde mir gesagt. Und dann haben wir zum Beispiel auch den unteren Berührungsbogen direkt vor dem Beobachter. Und da sieht man auch, dass der seine Form mit der Sonnenhöhe ändert. Dann haben wir die Lichtsäule. Die entstehen eigentlich nicht anders als die Lichtsäule auf dem Wasser. Auf dem Wasser hat man so ganz kleine Wellen. Und jede Welle spiegelt sozusagen das Sonnenlicht, sodass das dann für das Beobachterauge zu einer Säule verbunden wird. Also das Gehirn verbindet das zu einer Säule. Und in der Luft ist es so, man hat so kleine Eisplättchen, die so schweben. Und immer wenn das nach oben schwebt, wird hier dran die Sonne gespiegelt. Und wenn das tausende Eisplättchen sind, zieht auch hier dann das Gehirn eine Linie. Lichtsäulen entstehen natürlich nicht nur an der Sonne, sondern eigentlich an jeder Lichtquelle. Und wenn man gerade im Winter sehr kalte Temperaturen und Eiskristalle hat, hat man zum Beispiel auch an Straßenlampen Lichtsäulen oder an Autoscheinwerfern. Ich selber habe das erlebt. Ich war mal im Winter in Lappland und da kam eine Lichtsäule angefahren und 5 Minuten später kam der LKW dazu. Das war lustig. Nächstes. Das ist der Zirkumzenitalbogen. Das ist wahrscheinlich der Regenbogen, den ihr gestern gesehen habt. Er wird im Volksmund auch häufig lächelnder Regenbogen genannt, was ich irgendwie süß finde.
Und ist der immer im Gegensatz zum anderen? Ja, also Regenbogen geht immer nach unten und Zirkumzentralbogen geht nach oben. Aber das Hauptunterscheidungsmerkmal ist, dass man beim Regenbogen Wassertröpfchen braucht. Es muss also irgendwo regnen. Während gestern war ja wunderschönes Wetter und da waren am Himmel so ganz dünne Zirruswolken. Und diese Zirruswolken, die haben dann diese Eiskristalle beinhaltet und an denen hat sich dann das Licht gebrochen. Ist eigentlich physikalisch was ganz anderes, sieht aber ähnlich aus, weil man halt diese Spektralform des Lichtes wieder hat. Und der war gestern wirklich wunderschön zu sehen. Ich freue mich, dass das jemand gesehen hat. Dann haben wir den 46-Grad-Ring, der ist relativ selten. Und den Supralateralbogen, der entsteht dann nicht an Eisplättchen, sondern an Eisseuchen. Der ist aber so selten, dass ich nichts weiter zusammen will. Dann haben wir den Horizontalkreis, den hatten wir gestern auch wunderschön. Der geht einmal um den Horizont herum, über den ganzen Himmel und kommt an den Nebensonnen wieder zurück. Das sind die Nebensonnen. Und dann hat man innen, dann hat man hier noch, die hat man gestern auch so schön wie Perlenketten angeordnet, zwei weitere weiße Nebensonnen, das sind Spiegelung der Nebensonnen und die heilen 120 Grad Nebensonnen. Nächstes. Und dann hat man, das ist jetzt auch schon relativ selten und hat man gestern nicht, innen drin noch den sogenannten Wegners Gegensonnenbogen. Der wird dann hier an der Gegensonne zum Kreuz, das sehen wir später noch Fotos. Ja, die besseren Halos sieht man immer in bodennahen Eiskristallen, weil die sind einfach mehr und da wird das Licht auf dem Weg zum Beobachterauge nicht so gestreut. Und da haben wir zum Beispiel, das hat uns mal eine Skifahrerin geschickt, hier noch einen schönen farbigen Supralateralbogen und das ist am Mond. Und da hat man hier einen farbigen Infralateralbogen. Da will ich auch nicht weiter drauf eingehen, das zu selten. Was auch noch relativ häufig im Sommer zu sehen ist, ist der Zirkumhorizontalbogen. Das ist sozusagen das Gegenstück von dem lachenden Regenbogen, den wir auch vorhin hatten. Der ist 46 Grad über der Sonne und das ist 46 Grad unterhalb der Sonne. Das heißt, die Sonne muss sehr hoch stehen, dass man den überhaupt sieht. Hier ist gerade so die Grenzbreite, die geografische Grenzbreite, wo man es überhaupt sehen kann. Wer aber mal in die Alpen fährt oder so, sollte unbedingt da Ausschau halten. Das sieht man den eigentlich relativ häufig. Also in diesem Sommer hatten wir ihn 6 Mal gesehen. Am Mond ist es natürlich auch möglich und sogar wahrscheinlicher, weil der Mond natürlich viel höher geht als die Sonne. Aber es kommt leider nicht so raus. Der Beamer ist nicht so der Beste. Dann haben wir den Peribogen, der war gestern auch zu sehen. Und zwar bei tiefem Sonnenstand ist der V-förmig und so war er gestern zu sehen. Der schmiegt sich dann also als Abschluss des oberen Berührungsbogens an diesen an. Ja, dann vielleicht haben Sie noch eine Erinnerung, am Anfang hatte ich die Kristalle gezeigt, da haben Sie dann die Kristalle mit dem Aufsatz oben. Und an den Kristallen hat man natürlich unendlich viele Flächen, wo der Sonnenstrahl eintreten und austreten kann und dann entstehen nicht nur die normalen Ringe, sondern da hat man dann weitere Ringe, in dem Fall zum Beispiel mit 18 Grad, mit 9 Grad, dann mit 18 Grad, dann hier draußen klemmt dann noch 23 und 24 Grad rum und da ist es ähnlich. Also da gibt es dann unendlich viele Möglichkeiten zu weiteren Prüfungsbögen und so weiter, aber das sind leider alles relativ seltene Ereignisse, die man vielleicht alle 10 Jahre einmal sieht. Das ist noch seltener, hier würde ich behaupten, wenn überhaupt, sieht man es im Leben einmal. Und zwar elliptische Ringe, da ist eigentlich bis heute nicht geklärt, wie die entstehen. Und es gibt, glaube ich, weltweit auch bloß an die 10 Beobachtungen. Ja, wir hatten bei uns, nicht weit von zu Hause weg, haben wir so einen optimalen Halo-Sattel, so eine optimale Halo-Stelle. Und zwar im Inntal haben sich immer Wolken gebildet, die zogen dann im Tagesverlauf hoch über den Sattel und so fielen dort Eiskristalle. Und da sind wir immer hochgefahren zum Halo gucken und da sind auch immer wunderschön aufgetreten. Und da haben wir hier dieses Kreuz, was ich vorhin erwähnt habe, hier unten in der Bearbeitung sieht man es nochmal genauer, wo dann dieser Gegenbogen abgeht, der irgendwann runtergeht. Und hier haben wir noch was ganz Seltenes, das ist bei uns in der Statistik nur 2 Mal bisher gesehen worden, der Untersymbol. Und das Horizontale, was da drin ist? Das ist der Horizontalkreis. Der ist relativ häufig, ja.
Das Schöne an den Eisnebelhalos im Winter ist, dass die nicht irgendwo am Himmel stattfinden, sondern da ist man teilweise so als Zentrum, die schwimmen so um einen rum. Und wenn man die Hand ausstreckt, hat man auch das Gefühl, dass man die berühren kann. Also das ist echt was ganz Interessantes. Also wer Ski fährt oder so, sollte da unbedingt mal drauf achten. Das ist was ganz Faszinierendes. Alles, was über den Horizont auftreten kann, kann auch unter dem Horizont auftreten. Da haben wir hier zum Beispiel die gespiegelte Sonne, die sogenannte Untersonne, und die gespiegelte Nebensonne, die sogenannte Unternebensonne. Und unseren lachenden Regenbogen wieder. Nächstes. Und dieses Bild habe ich genannt, die Schönheit des Feinstaubes. Warum? Normalerweise entstehen Eiskristalle ab einer Temperatur von minus 8 bis minus 10 Grad. Aber wenn wir ganz viele Kondensationskeime haben, was ja bei Feinstaub der Fall ist, dann hat man teilweise auch schon bei Temperaturen um minus 4 oder minus 5 bilden sich dann Eiskristalle in der Luft. Und das war hier der Fall, hier waren minus 4 Grad und wenn man dann vom Haus nach unten geguckt hat, hat sich unten die Sonne drin gespiegelt und da hatte man sozusagen eine Untersonne mitten in München. Und so dann hatte ich das Bild genannt, die Schönheit des Feinstaubes. Eine der neueren Haloarten ist der sogenannte Moilanenbogen. Der wurde erst 1997 von Jarmo Moilanen in Finnland entdeckt und seitdem gibt es so an die 20, 30 Beobachtungen, die noch nicht theoretisch geklärt sind. Was sich aber irgendwie auftut, alle Beobachtungen sind in der Nähe von Skigebieten und wahrscheinlich ist es, dass es da Kristalle gibt, die nur von Schneekanonen erzeugt werden, weil es ist noch nie am Himmel beobachtet worden, immer nur an bodennahen Eiskristallen und wir vermuten, dass es irgendwie dann eine neue Kristallart ist, die nur durch Schneekanonen erzeugt werden kann. Aber wie gesagt, das ist noch ungeklärt. Das ist dann so das, was ein Herz, ein Seelenbeobachter höher schlagen lässt. Das war vor 2 Jahren auch auf unserem Halo-Punkt da auf dem Sattel. Und hier haben wir 18 verschiedene Haloarten. Ich will sie jetzt nicht damit belästigen und die alle nochmal nennen. Aber das ist wirklich das, wo einem die Kinnlade runterfällt, wo man nur noch ergeben dasteht und staunt und denkt, wow, womit habe ich das jetzt verdient? Also, wie lange hält denn sowas an? Also das hier hat kurioserweise den ganzen Tag angehalten. Da sind den ganzen Tag immer wieder aus dem Inntal Wolken. Wir waren dann auch Mittagessen, sind dann nochmal hochgefahren, da war es immer noch. Also wir hatten aber auch schon welche, die waren nach Sekunden wieder weg. Es kommt jetzt immer darauf an, wie die Wolken kommen, ob sie zerfallen, ob sie sich auflösen oder ob neue nachkommen. Ich glaube, das war eher ein Sonderfall. Normaler dürfte sein, dass er weniger... Okay, da war nur so lange die Sonne scheint. Die Sonne muss scheinen, ja. Also man braucht, aber das ist eigentlich im Winter, wenn man so den Eisnebel hat, immer der Fall. Weil der Eisnebel entsteht meistens dann, wenn es nachts klar ist und wenn die Temperatur so richtig im Keller sackt. Und da hat man früh dann eigentlich immer Sonne. Sagen Sie, in der mittleren Kreis sind doch die 2 Monde unterhalb der Nebensonne. Ja. Diese, ja. Das sind sozusagen die Eiskristalle, die man hier sieht. Man hat ja dann die Eiskristalle direkt vor sich und wenn die so nah an der Kamera sind, dann werden die dann unscharf abgebildet. Das sind also keine Fehler, sondern die Erzeuger des Halos. Ja, das war jetzt natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Es gibt noch viele, viele Erscheinungen mehr. Wer mehr darüber wissen will, der kann auf unsere Homepage gehen, www.meteoros.de, oder er besucht uns mal in unserem Stand. Aber ehe ich Sie entlasse, ich wollte Sie zumindest noch ein paar Nebensonnen simulieren. Vorhin hat es ganz gut geklappt. Kannst du mal bitte ausmachen, den Vortrag? Ja. Ob wir eine einheitliche Fläche haben? Genau. Und zwar habe ich hier ein Eisplättchen. Die mal auch aus? Nee, ich brauche das Licht. Und wenn wir das jetzt ins Licht halten und richtig erwischen, sieht man hier die Nebensonnen und die Unternebensonnen. Und wenn man das jetzt dreht, dann sieht man den Horizontalkreis. Der geht einmal durch den Raum und hier hinten müssen irgendwo die 120er Grad Nebensonne sein. Das sieht sie hier ein bisschen, die Verdickung. Vorhin war es noch ein bisschen dunkler, da ging es ein bisschen besser. Aber so entsteht eigentlich ein Halo. Wir brauchen Eisplättchen, die sich bewegen in der Luft, das tun sie immer. Und das Beobachterauge, was dann aus dem ganzen Lichtmatsch am Himmel wie eine Lochkamera das Halo rausfiltert. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass der Zauberstab Sie erreicht hat und Sie vielleicht in Zukunft auch das eine oder andere sehen.